Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um vor der Ausstellungseröffnung einen Blick auf alles zu erhaschen. Ich liebe die Wissenschaft. Ihr auch? Nein, immer wenn wir herkommen, passiert mir was Schlimmes. Willkommen zu den revolutionären Erfindungen, den neuesten wissenschaftlichen Durchbrüchen. Da wäre zuerst der atomare Sandwich-Schneider. Oh, das ist ja so wissenschaftlich. Endlich ein Gerät, das ein Sandwich in zwei perfekt gleiche Teile zerteilt. Aber das ist doch unmöglich. Nein, jetzt nicht mehr. Was denn? Wo ist hier die Toilette? Weiß ich nicht. Sie muss irgendwo da drüben sein. Danke, Kumpel. Was war denn das? Oh nein, Goofy! Oh nein, trifft es genau. Er hat eine der Kapseln meiner Zeitmaschine genommen. Nur warum hat er das gemacht? Naja, er braucht ein Klo und ich hab ihn hier rüber geschickt. Nicht, dass er diese Zeitkapsel kaputt macht. Oh, ja. Oh, das ist nicht gut. Es ist sogar noch schlimmer, als ich es vermutet habe. Was passiert hier? Naja, wenn jemand in der Zeit zurückreist, dann könnte seine Präsenz einen Welleneffekt auf die Zeit selbst haben, indem er die Zeitlinie kontaminiert, was zu einem katastrophalen Ergebnis führt. Deshalb das Trauergesicht. Wir müssen in der Zeit zurückreisen und Goofy wieder herbringen, bevor der ganze Planet goofifiziert ist. Das ist meine Schuld. Dann sollte ich auch zurückreisen. Und Donald. Was? Oh nein! Niemals! Fertig? So gut wie neu. Womit haben Sie es angebracht, Professor? Mit super starkem Kleber. Ach ja? Mit zwei Komponentenkleber? Verstehst du? Komponenten! Verstehe. Keine Zeit für Späße. Die Zeitkapsel ist mit Goofys exakten Koordinaten programmiert. Alles klar, Professor. Ich hoffe, Sie kommen nicht zu spät. Ja. Du musst zugeben, das ist ganz schön aufregend. Boah! So prähistorisch. Hey, da ist Goofys Zeitkapsel. Oh, wow, Donald, sieh mal da. Wenn Sie alle wie Goofy aussehen, dann müssen Sie freundlich sein. Hallo, du Lulatsch. Jauk.
Verneigt euch, ihr primitiven Höhlenbewohnertypen. Ich bin's, euer König. Das wird auf jeden Fall länger dauern, als ich gedacht habe. Ja, ja, ich will schnell hier weg. Donald, wir schaffen das schon. Wir brauchen nur einen perfekten, genialen Plan. Ich weiß, wir bauen aus diesen Dschungelpflanzen ein primitives Katapult. Dann wirst du... Donald? Lauf! Na schön, wir haben Goofy, aber das repariert nicht die kontaminierte Zeitlinie. Warum müsstest du auf das Tatschewasser klettern? Donald, das ist es. Wir stellen die Zeitmaschine auf eine Minute, bevor Goofy das Wasser trinkt. Dann wird alles repariert. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um vor der Ausstellungseröffnung einen Blick auf alles zu erhaschen. Du hast die Zeitlinie gerettet. Oh, hey, Donald. Wo ist dein Podex? Oh, nein. Der Kleber hat nicht gehalten.